Der Taucheranzug ist mal wieder im Start. Damit geht's weiter zur Welt von Drakensang Online. Keine Herausforderungen oder so. Das ganz normale Dragan-Event. Ich bin erst jetzt dabei. Das ist so ein Problem, muss ich sagen. Wenn Events lange sind, dann schiebe ich das immer so ein bisschen raus und denke mir, ach, mache ich in der Zwischenzeit mal PvP. Hatte ich richtig Lust drauf mit dieser Speedskillung. Im Nachhinein betrachtet war es vielleicht dumm. Ich habe nur 5 Runden oder so gezockt. Und dafür aber hier den teuren Stein rausgenommen. Dann ein paar andere Steinchen, also keine Ahnung. Ich schätze so 50 Gold, 40, irgendwie sowas um den Dreh habe ich verloren. Kerker in der Schwefelöde. Hier gibt es auch eine Kürbiskiste, beziehungsweise wenn man Glück hat, eine brennende. Und ansonsten muss ich noch die Quest machen. Habe jetzt gar nicht durchgelesen, was man dafür erledigen muss. Die meisten sind da bestimmt schon durch, aber ich noch nicht. Süß-Saures. 15 Flaschen mit Spinnenschleim im Kerker. Ich schätze mal, das sind irgendwelche Mobs, oder? Ach, nö, hier Fragezeichen. Gut, dann wird das so erledigt. Ich muss heute ganz gut aufpassen. Hey, was sind das für lustige Gegner? Ah, okay. Muss heute ganz gut im Chat ein bisschen aufpassen. Eventuell zensiere ich den komplett. Das kann sein. Ich hoffe... Also Schilling aus der Zukunft bitte nicht vergessen. Ich höre mir die Videos immer an, aber es kann sein, dass ich dann vergesse, wenn ich es nicht erwähne. Aber jetzt habe ich es erwähnt. So, was geht denn hier ab? Was gibt es hier für Mobs und so? Und ich bin froh, dass man jetzt relativ einfach umskillen kann. Das macht das Ausprobieren von diversen Skillungen... Ach, kommt! Das macht das Ausprobieren von diversen Skillungen auch relativ geschmeidig. Dass man nicht immer komplett neu skillen muss wie damals. So alle Skills neu auswählen, sondern einfach eines abwählen, eines dazu klicken und das passt schon. So, das dürfte ein Random sein. Ein Shadaken. Hadouken. Ach, hier in diesen Gefäßen ist das wertvolle Spinnengift versteckt. So, ich muss sagen, also das stellt sich noch nicht so als optimal heraus. Da muss ich noch irgendwie was finden. Gegen so Bosse, die immer ranlaufen. Das ist die Sache mit dem Eis. Das war welche Mobs gingen ganz gut im Viscanium-Event. Da war das easy. Denn dort, oder der, zum Beispiel so ein Gegner, bei dem geht das auch einfach. Warum ist das vertauscht? Warum habe ich die Vernichtung nicht draus nach so einer vom PvP? Bei so einem Gegner ist das einfach, weil der bleibt stehen. Ich kann den Wächter zaubern und dann ganz easy die Sphäre drauf. Das passt. Aber die Sache ist, hat man dann einen Boss, der in den Nahkampf möchte, dann muss ich immer weglaufen, wenn der dann immun ist gegen Verlangsamung. Dann komme ich nie weg. Das ist so einer von den Nachteilen von dieser Skillung. Von da jetzt auch, ich dachte, ich kann hier sogar zweimal anklicken. Aber ansonsten bin ich nach wie vor sehr zufrieden damit und man sieht auch immer mehr Leute mit zwei Hand in der Arena spielen. Ich glaube, das wird so, wenn man eine gute Waffe hat, wird das so der neue Standard für Magier. Sphäre mit zwei Hand, beziehungsweise einfach eine mega, mega gute Einhandwaffe und trotzdem die Sphäre. Also wenn man es schafft, mit einer Einhandwaffe auch diesen Grundschaden zu erreichen. Ich muss sagen, diese grünen Suppen, die sehen so aus, als wären das auch Quest-Items für später. Das weiß ich aber noch nicht, denn so weit war ich bisher noch nie bei diesen Missionen. Ist aber auch gar nicht wichtig, weil ich es gerade sehe, die Ruhmespunkte. Nein, Leute, ich kaufe mir nichts. Selbst wenn ein Item-Balancing kommt, ich kaufe mir keine Legis. Das ist so teuer, da kann ich mir irgendwie... Ich weiß jetzt gar nicht auswendig, je nachdem, was ich mir kaufe. Sagen wir mal, im besten Fall 20 Legis kaufen oder so. Und dann sind Ruhmespunkte von 3 Jahren Drakensang weg? Nö. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Da hole ich mir echt lieber noch irgendwie so ein Reiztier, wenn was kommt. So um 40 Millionen oder ich weiß ja nicht. Nicht, dass ich das jetzt hätte, aber eben Legis, die farme ich. Ich kann mir das, was ich in Jahren in der Arena erfarmt habe, an Ruhmespunkte, könnte ich ausgeben und bekomme das, was ich in, sagen wir mal, ich weiß nicht, nur jetzt doofes Beispiel, 5 Stunden Balor-Farmen bekommen würde. Natürlich kann ich mir aussuchen, möchte ich mir darum eine Legi-Waffe kaufen, einen Legi-Gürtel, Legi-Schuhe, was auch immer. Aber trotzdem, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe kein gutes Gefühl dabei, so schnell
mein ganzes PvP-Hab und Gut auszugeben. Das wäre mir ein bisschen... Weil vor allem, was passiert dann? Ich bekomme null Items, die ich auch echt verwenden werde. Dann würde ich mir enorm in den Hintern beißen. Aber sowas von, okay, so einen gibt es auch. Mal schauen. Jawohl, Singu passt. Das ist gut. Oder ich bräuchte noch mehr Mana für... Nein, ach komm schon. Schilling, der Noob trifft nicht mal. Dann muss er eben vernichten. So geht's ab. Genau, Lebenspunkte. Ich dachte schon, Inventar ist voll. Das kann nicht mehr vorkommen, dass mein Inventar voll wird. Das nervt ein bisschen. Das ist so die einzige Sache, die seit dem neuen Release ein bisschen nervig ist. So, hier ist das Kistchen. 12 Fluchperlen, immerhin. Dann war der Eintritt umgerechnet nicht so teuer. So, dann hier auch noch. Anklicken, 1, 2, 3, 4, 5, genauso viele sind. Da ist immer alles schön abgezählt. Man darf kein Item verpassen. War da nicht gerade ein roter? Was? Der Eingebildete war ein roter. Und was sagt man nicht? Das heißt wie bitte. Aber wie bitte hätte in diesem Fall nicht gepasst. So, man muss sich ja auch an die eigenen Tipps halten, die man seinen Nichten und so weiter erzählt. Nichten ins B, wenn man das so sagt. Gut, Gegner sind gleich geblieben, neue Spinnen sind hier, ansonsten die Bosse gibt es noch alle. Da ist alles beim Alten. War das schon immer so grün? Ziemlich giftig. Das Gift wurde ein bisschen abgeschwächt, oder? 100 Schaden nur noch? Ich bilde mir ein, das war früher immer so, dass man da echt schnell sein musste, ansonsten war man ziemlich schnell tot. Und ich habe da teilweise sogar mit Kugel gespielt, weil man ansonsten... nur beim Durchlaufen down ging, oder bilde ich mir das jetzt ein? Aber auf jeden Fall ganz angenehm, zumindest mit dem Taucheranzug. So. Was gibt's denn überhaupt bei der Quest? Ach, nichts, das ist schön. Keine Questbelohnung. Der gefällt mir, weil er stehen bleibt und die Sphäre dann voll treffen kann. Genau. Hier noch ein paar mitnehmen. Warte, ich muss mal kurz schauen. Herzlichen Glückwunsch zum Admin von iPod Girl. Dankeschön. Moin, moin. Lost Ark wird dieses Jahr nicht mehr kommen. Oh, ich habe keine Ahnung, wann. Diese Games, die werden alle noch dauern. Black Desert wurde jetzt angekündigt, wird nicht Free-to-Play. Fällt dann auch weg. Herr Reduin, Burg Raben, Schreihelfen, WhatsApp. Viel Glück beim Event. Dankeschön, Meister Singner. Das passt soweit. Nichts Böses wurde hier noch gechattet. Also passt auf, was ihr mir schreibt, denn es besteht immer die Chance, dass es eventuell ins Video kommt. So, da ist der Spinnenzüchter, der ist verantwortlich für diesen ganzen Quark hier. Und tot, alles einsam, ich sollte auch die weißen Items mitnehmen. Ist zwar wenig, aber Kleinvieh macht auch Mist. So, das war der letzte, aber wenn ich schon hier bin, dann darf der auch noch... Ach komm, Singu! Die Singu mag mich nicht mehr. Ich weiß nicht, was da los ist. Da gibt man sich solch eine Mühe, um immer zwei Singus am Start zu haben. Aber nein. Wow, wenn die mal häufiger kritisch treffen würde. Das war ein One-Shot. 1,95%. Jawoll, ja. So muss das. Obwohl, Moment, ich hätte mich killen lassen können, dass ich hier respawne. Ist egal. Dann laufe ich eben den Weg. Doch, ich bin mir ziemlich sicher, ohne es jetzt offiziell zu wissen. Aber diese grünen Kessel... Die sehen so aus, da steht Quest-Item drauf, sozusagen schon. Mal schauen, ob man die noch... Hey, 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 noch benötigt. Hier ist ein Random. Hallo? Kommst du vielleicht ran? Jetzt habe ich hier extra eine schöne Singu für dich aufgestellt. Spinnenzüchter. Die nehme ich alle immer mit. Denn es hieß ja irgendwie, dass die jetzt keinen Crap mehr droppen. Mindestens immer grün und vielleicht sogar häufiger auch andere Teile. Ich weiß nicht, ob das für die... Event-Versionen davon gilt, also mal rausschauen zum Agenten 002, was der so hat für mich, und ich darf mir eine aussuchen, nein, ich darf mir keine aussuchen, früher durfte man sich immer aussuchen, was man da haben möchte, 2 Stäbe, oh, 30 Draken, das ist nett, 15 Fluchperlen, dann öffne eine Reliktruhe, habe ich gemacht, alles abgeschlossen, erschlage 100 Spinnen und 30 Spinnenzüchter.
Gut. Die gönne ich mir. Das Teil sehe ich mir an. Was es denn so kann. Es kann anscheinend nichts. Was schade ist. Ansonsten gibt es noch... Habe ich noch irgendwas herausgefunden zum Event? Ist... Im Prinzip, es ist umfangreich. Es ist extrem umfangreich, aber relativ simpel zu verstehen. Mir kommt gerade was. Ich habe jetzt gar nicht so genau nachgesehen, aber ich glaube, ich habe alles gelootet. Was wäre denn? Also ich weiß, was dann wäre, aber man öffnet die Truhe, lootet das nicht und klickt unabsichtlich auf dieses Tor oder hat zum Beispiel Disconnect und kommt da nicht mehr rein. Dann hat man ein Problem. Ja, das wäre ärgerlich. Das wäre extrem ärgerlich. Ich hatte mal sowas, wo ich schon ein bisschen Angst hatte. Ich weiß nicht mehr, welches Item das genau war. Es war irgendwas Gutes. Da hatte ich Disconnect, bin aus der Zone gefallen. Ich glaube, es war ein Edelstein, ein normaler. Und hatte dann Angst irgendwie. Ich hoffe, der ist noch da. Dieser Stein. Oh, ich dachte schon, ich wollte gerade sagen so, 100 Spinnen, das wird aber dauern. Ich habe schon 50. Wo kamen die denn alle her? Ich habe die nicht mal gesehen. Waren das ernsthaft schon 50 Spinnen? Ich glaube, die Spinnen. Irgendwie. Da würde sich ja, Moment mal. Gibt es noch diesen Lag oder diesen Bug vor allem? Was ist, kill ich dafür weg? Wie viel brauche ich? 3. Ganz kurz, ich muss mal vom Gift raus. So. Ich brauche 3 Punkte. Ich weiß nicht, was ich weggeben soll. Das hier von mir aus. So. Und hole mir, dass sich die Cooldowns erholen. Selbst, also pro Gegner 5 Sekunden von der Vernichtung. Wenn da echt so viele Spinnen rumlaufen, müsste ich ja nur, Moment, kurz noch rechnen. 12 Gegner immer erwischen. Dass die Abklingzeit, oder wie lange? Ja. Dass die Abklingzeit komplett zurückgesetzt wird. Das sind ja locker 12 Spinnen. Die Spinnen, ja, die Spinnen. Und ich habe sie fast nochmal. Schade, irgendwie waren es doch nicht ganz 12. So, wo kommen die raus? Hier? Kommen da... Ach, hier kommen welche raus, wenn ich diese... Was auch immer das sind, Sekrete öffne. Ein Sekret ist dieses Gift an sich. Das sind keine 12. Aber egal. Trotzdem ist ganz nett. Die einzige Sache ist nur, dass ich normalerweise sowieso für die Vernichtung dann auch manchmal die Gedankenkontrolle verwende. Beziehungsweise in der Singu stehe, wo dann auch die Abklingzeit zurückgesetzt wird ein bisschen. So, die Spinnen dürften tot sein. Nur noch die Hälfte. Nein, doch nicht. Doch noch nicht. Aber die sterben da einfach nebenbei, ohne dass man es mitbekommt. Oh Moment, da kam schon wieder was. Nimmst du wieder Videos auf? Hä? Brauchst wieder Geld? Finde ich nicht okay, wie du die Kids manipulierst. Hauptsache den Videos anschauen und Geld für DSO ausgeben. Alles klar, mehr fällt mir dazu nicht ein. Ich denke, das Vorlesen von dieser Nachricht reicht schon. Dazu muss ich gar nichts mehr hinzufügen. Also sorry, falls ich jemanden manipuliere und euch mit meinen Videos hypnotisiere, dass ihr noch mehr Videos von mir anseht. Ich meine, immerhin haben meine Zuseher keinen freien Willen. Ich zwinge praktisch jeden dazu, hier zuzusehen. Kann ich vollkommen verstehen, dass ich manipulativ bin. Ohne IE. So. 6 Stück noch. Das ist ja mal easy. Aber ich muss sagen, das war jetzt schon länger keine böse Nachricht mehr. Und jetzt hier sowas. Aber hey, vielleicht einen schlechten Tag gehabt. Mit mir kann man es ja machen. Ich sag da nichts Böses drauf. Lasst ruhig eure gesamten negativen Energien an mir aus. Einer meinte auch, ey, wie tief ist das Spiel gesunken, dass sie jetzt sogar einen Let's Player ins Spiel implementieren. Wegen Administrator Schilling. Und das an einem Sonntag. Denke ich mir so, okay, ja gut, kannst du rückschreiben. Kein Thema, so, wo ist ein Gegner? Ich nicht dieses Fern... Nein, ich will mich nicht aufheilen, ich will sterben. Hier. Du bist der Grund dafür, das mit Doppel-S, hier fehlt ein Beistrich, die Kinder, 5 Leerzeichen... nicht mehr aus dem Teufelskreis rauskommen. Oh damn, sorry, liebe Kinder. Ich wusste nicht, dass ich irgendwie einen Teufelskreis hier veranstalte. Das ist ja mal echt heftig. Aber danke, dass du mir das sagst und mir damit die Augen öffnest. Ich
wusste das sozusagen gar nicht, weil ich erwähne ja auch in jedem Video, bitte positiv bewerten, bitte abonnieren, favorisieren. Das erwähne ich ja in jedem Video, wie man sehen kann. 40 Draken, 15 Fluchperlen, 2 fürchterlich klebrige Bonbons und ein netter Hut, der gar nicht so nett ist. 40 Draken vernascht, Quest abgegeben und was muss ich für die letzte machen? 200 Spinnen und 120 Eier. Doch nicht das, was ich dachte irgendwie. Ey, die Kiste ist wieder zu. Zauberei, Zauberei. Na gut. Dann würde ich sagen, beende ich das Video, dass ich die Kinder nicht in meinem Teufelskreis gefangen halte. Also geht auch mal an die frische Luft. Keiner zwingt euch, meine Videos anzusehen und vor allem nicht Drakensang zu spielen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Schaut meine Videos. Schaut meine Videos. Oh, spielt jetzt rein. Oh.